Das ist dein Zimmer. Man sagt, Seldkirk von Gulita persönlich habe vor der Schlacht in diesem Bett geschlafen. Glück hat's ihm nicht gebracht. Aber wenigstens hat er sich nochmal ausgeschlafen. Brauchst du etwas? Danke, Skull. Yo, geh zum Kriegsrat, aber zuerst checken wir die Gegend ab. Ja, hier ist nichts Interessantes. Kann ich hier die Tür zumachen? Schade. Was haben wir denn hier? Leute, kurze Pause. So, wieder da und wir fahren fort mit der Erkundung von Vergen, der Zwergenstadt. Die schön ist und hübsch und was nicht alles. Ja, hier ist anscheinend auch nichts. Außer der Tür, die jetzt orange scheint. So, dann machen wir mal weiter. Mit der Tür. Ja, hier ist ja auch nichts. Das ist ja äußerst langweilig, könnte man meinen. So, jetzt hier. Anstatt alles abzulaufen, könnt ihr einfach das hier machen. Und wir sehen, hier ist nichts. Dim, dim, dim. Zum Kessel. Beiß ihm in die Eier! Seit wann geht der Adel mit den Bauern in den Ring? Beiß ihm in die Eier! So sind die Zeiten. Saskia behandelt Bauern und Adlige gleich. Aber lässt man einen Hund ins Haus, will er nicht mehr in der Hütte schlafen. Das heißt, man kann bei zwei Kämpfen eine Menge Geld machen. Willst du es nicht probieren? Wie lauten die Regeln? Jeder Teilnehmer zahlt vor dem Kampf einen Einsatz. Je mehr Kämpfe er gewonnen hat, desto mehr muss er setzen. Soll ich dich für den nächsten Kampf anmelden oder willst du nur gaffen? Einen würdigen Gegner, bitte. Zunächst kämpfst du gegen einen Anfänger. Gut, aber zuerst zeig mal dein Geld. Die Einsätze, bitte! Gegen einen Anfänger. Der wird aber weinen. Hau ihn um! Richtig auf die Nase! Beiß ihm die Eier ab! Herrlich! Ein wunderbarer Kampf! Ich gratuliere zum Sieg! Dein Rang steigt, dein Einsatz auch! Bereit für den nächsten Kampf? Ja. Einen würdigen Gegner, bitte. Je besser der Gegner, desto besser der Kampf. Je besser der Kampf, umso höher der Einsatz. Je höher der Einsatz, desto höher das Preis. Ja, komm mal zum Punkt, ey. Die Einsätze, bitte. Mach ihn fertig. Boah, geil. Das Gesicht kenne ich irgendwo her und den Anzug auch. Also die Charakter, scheiße. Die Charakter wiederholen sich doch manchmal. Er hat einen Salto gemacht. Beiß ihm in die Eier. Endlich mal einer, der mit seinen Fäusten was anfangen kann. Hier ist dein Gewinn. Dein Rang steigt, dein Einsatz auch. Ja, komm zum Punkt. Deinen würdigen. Ausgezeichnet. Das ist der stärkste Kerl, den ich kenne. Beim Pflügen können seine Pferde nicht mithalten. Und mit Faustkämpfen hat er ein Vermögen gemacht. Also, platziert die Wetten. Los, sonst könnte es zu spät sein. 60 von 60. Die Einsätze, bitte. Wow. Fritzke aus Großbären. Der sieht echt hart aus. Mach ihn fertig. Aber er ist es nicht. Herrlich, ein wunderbarer Kampf. Bla-bla. Was für Kraft und Präzision. Aber jetzt gibt es keinen Herausforderer mehr für den neuen Meister. Da täuschst du dich aber.
Ritter Silgrad? Derselbe. Du sagst doch immer, dass diese Kämpfe nur Spektakel für den Pöbel sind. Ein Ritter duelliert sich mit seinesgleichen vor ehrwürdigen Damen und Herren. Ich fordere dich zum Kampf, Hexer. Oh ja, nie werde ich die Großtaten Seldkirks bei den Turnieren vergessen. Mein Bruder hat seinen Rang oft unter Beweis gestellt, doch geht alles vor die Hunde. Will ein Ritter sich heutzutage beweisen, muss er sich mit dem gemeinen Volk messen. Doch ich sehe, dass ein Hexer unter euch ist. Kein edles Blut, aber ein Kämpfer. Wenn ich über ihn triumphiere, wisst ihr, dass ich nicht nur Seldkirks Bruder bin, sondern Silgrad, der Schrecken der Hexer. Ich fordere dich heraus, Hexer. 2 Sack Gold setze ich. Glaub mir, Silgrad fordert nicht jeden heraus. Ich kämpfe natürlich. Du behauptest, so großartig wie dein Bruder zu sein. Dann zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Auf in den Ring! Richtig auf die Nase! Haha. Hau ihn um! Der will sowas von dir mal nicht versagen, ey. Nun gib mir den Rest. Ich bin kein Mörder. Das ist ein Faustkampf. Ich würde lieber sterben. Das war ein ehrlicher Zweikampf, wie du ihn gewollt hast. Du begreifst gar nichts. Mein Ruf ist dahin. Ich habe dich ordentlich verdroschen und dafür ordentlich kassiert. Dein Ruf ist mir gleich. Wir sehen uns noch. Ein Silgrad vergisst keine Schmähung. Ich beglückwünsche die Sieger und danke den Verlierern. Hexer, du hast deine Meisterschaft bewiesen. Hier ist dein Anteil. Beiß ihm in die Eier! So, ich muss eine Pause machen. Bis zum nächsten Mal. Hallöchen. Ja, wir machen weiter mit The Witcher 2. Wir sehen hier gleich das neue, also den neuen Hauptmenü-Bildschirm, der ändert sich ja genau, also kommt drauf an, in welchem Level man ist. Dann laden wir unser Spiel mal und machen einfach weiter in der schönen Zwergenstadt, die mir so gefällt. Mikro nachrücken, ich hoffe, man hört mich. Die epische Musik ist auch geil. Ach komm schon, wieso dauert das so lange? Ja, die Musik ist schon echt geil. Das Spiel verdient auf jeden Fall mehrere Preise, ja. Man könnte sich sogar drüber streiten, ich finde, es könnte sogar als bestes Spiel des Jahres gelten. Richtig auf die Nase! Leck. Ja, da habe ich ja alles gewonnen. Ich muss die Maus umstellen. Ist nämlich zu schnell. Mach ihn fertig. Jetzt. Noch einer. Wie geht's denn immer so? Ist ja ziemlich was los bei euch. Naja, wir haben eine Jungfrau, die Monster jagt. Eichhörnchen, die auf ihren Befehl hören. Rebellische Bauern, einen Hexer und ein paar Zauberinnen. Und noch allerhand Gaffer. Ich wünsche eine baldige Rückkehr des Alltags. Wie die Ameisen. Dich kenne ich doch. Menschenfrauen ganz schön groß, unsere Lagen, was? Mann zu setzen. Ich sehe schon, dir juckt die Hand. Arm drücken. Geil. Ich mach das alles mal in der Schenke hier. Zwerge sind ja einfach, die mit ihren kleinen süßen Händen. Was wollen die gegen Hexe ausrichten? Nein! Was ist dieser Hexer denn für einer? Der zieht umher und jagt Monster für Geld. Kein Mensch kann einen Zwerg beim Armdrücken besiegen. Es sei denn,